Mein heutiger Interviewpartner, Urban Priol. Grüß dich. Heute Hallo, moin. Wird es nochmal richtig heiß. Wir haben schon mal für Abkühlung gesorgt. Wir können schon heute fast bayerisch Namibia sagen. Ne? Das ist richtig. Also, du kommst aus Ascheberg, du bist hier geboren. Ne? Also ich bin hier geboren, bin aufgewachsen in Obernburg. Habe mich aber immer schon nach Aschaffenburg orientiert. Bin hier aufs Gymnasium gegangen, aufs Kronberg. Und habe dann hier natürlich meinen Freundeskreis auch gegründet. Und dann war, als das Mofa da war, ist man halt mit dem Mofa dann mit 15 Luftfilter raus, dass es ein bisschen schneller fährt. Und dann immer abends natürlich nach Ascheberg, das war klar. Dann habe ich hier meinen Zivildienst gemacht bei den Maltesern. Bin Rettungswagen gefahren und habe mir mein Studium verdient, indem ich hier Taxi gefahren bin. Also von daher war Aschaffenburg immer meine Heimat. Ich habe mich hier sehr, gleich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Und von daher war für mich auch klar, nach der Zeit in Obernburg mit der Kochsmühle, dass ich doch auch mal vielleicht dort noch eine Bühne gründe, wo ich in Anführungszeichen wirklich aufgewachsen bin. Und jetzt sitzen wir vor deinem Aschaffenburger Kind, dem Hofgartenkabarett. Wie kam es denn dazu? Es war früher ein Kino, ne? Ich habe eine ziemlich gute Erinnerung an das Kino, weil wir mussten früher mit der Schule hier rein. Wir haben Ben Hur geguckt. Und vorher waren wir im Schöntal. Und es war dünnes Eis auf dem Gewässer. Und wir haben trotzdem gesagt, da gehen wir drauf. Und sind bis hierher eingesunken und mussten dann 3 Stunden Ben Hur mit also sehr klammen Klamotten und mit einem schlecht geheizten Kino anschauen. Und das blieb mir scheinbar so in Erinnerung, dass dann irgendwann, hieß es, als das Multiplex-Kino aufgemacht hat, das Kinopolis, dass die kleinen Kinos zumachen und die Stadt hätte gerne weiter Kultur. Könnte sein, dass das Hofgartenkino, dass da drin Kultur stattfinden soll. Ja, es war das richtige Alter damals. Also ich hätte es 5 Jahre vorher wahrscheinlich nicht gemacht und 5 Jahre später auch nicht mehr. 35, 36. Und da war man doch noch ein bisschen jugendlich nassforsch und hat gesagt, okay, scheiß drauf, was es kostet, wird schon irgendwo gehen. Sagen wir mal, gewinnmaximierend war das Abenteuer nicht. Okay, aber es läuft super, es ist ein Juwel von Aschaffenburg, wie auch das neue Kino, das Casino-Kino haben wir ja dann auch coolerweise klar mit dazu bekommen. Es gibt viele schöne kleine Dinge und ja, ich hoffe auch, dass eben gerade diese Dinge, das Casino-Kino, unser Hofgarten, der Kolossal, ja, dass die auch jetzt mal mit dem Ende der Pandemie, keiner kann absehen, wann die irgendwann stattfindet, ja, aber dass hier endlich mal auch die bayerische Staatsregierung mal wirklich sagt, wir tun was für die Kultur, die auch die Innenstädte belebt. Es wäre jetzt nach 4,5 Monaten im kulturellen, nicht nur Lockdown, sondern Shutdown mal an der Zeit, dass wir überhaupt mal Perspektiven aufgezeigt bekommen. Ich meine, wir improvisieren, wo wir können, das machen wir alles auch gern, aber es gibt halt keine klare Linie. Es ist alles nur ein Wischiwaschi. Und dafür wird Söder gefeiert. Und das finde ich schon ein bisschen ungerecht. Ja, die Covid-19-Pandemie hat ja gerade dich als Künstler und als Kabarettbetreiber ganz schön hart getroffen. Ne? Und als Verpächter vom Restaurant. Ich war ja im dreifachen Shutdown. Aber egal, kommt man irgendwo durch. Ich sage mir, man kann auch kleinere Brötchen backen. Nur eben ein bisschen mehr, wie es so schön heißt, Wertschätzung hätten wir als Kulturschaffende doch ganz gerne. Es wird oft vergessen, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft nach der Automobilindustrie, die immer so hoch gelobt wird, der zweitbedeutendste Wirtschaftsfaktor ist. Wir hatten im letzten Jahr 100,5 Milliarden Umsatz, liegen vor der Chemieindustrie, vor der Energiewirtschaft, vor den Finanzdienstleistern. In unserem Gewerbe sind in unterschiedlichsten Formen 1,2 Millionen Menschen in Lohn und Brot. Diesen Stellenwert hätte ich gerne mal, dass der mal zurechtgerückt wird, was eigentlich an dieser Kultur- und Kreativbranche auch alles dranhängt. Das wird oft ein bisschen vergessen und auch ein bisschen unterschätzt. Und ich glaube, es werden die Leute erst dann merken, was fehlt, wenn es nicht mehr da ist. Das und stimmt, ja. Wir können schön ausgleichen, indem wir im Freien was machen. Ist auch toll, was die Stadt gemacht hat mit dem Mittelkeimer Park. Wollte ich gerade eingehen, ne? Weil München kommt wenig, aber die Stadt super, hat die Stadt einiges hat, geboten für die Künstler. Die Stadt hat hier wirklich mal ein Beispiel gegeben, das die Staatskanzlei durchaus mal für sich auch in Anspruch nehmen könnte, was sie natürlich nicht tun wird. Egal, weil Kultur ist ja besonders für Hupsi Aiwanger bloß Musik, Biergarten, bloß Musik. Aber das hat die Stadt hier wirklich toll gemacht. Die Jugend wurde völlig vergessen. Die haben gesagt, die werden das schon irgendwo machen. Und dann haben sich alle gewundert, wenn das Wetter schön wird. Oh, die Jugend geht raus und trifft, haben, ne? und trifft sich am Mainufer. Das ist ja kein Aschaffenburger Phänomen. Also ich war neulich in Mainz, da war es genauso. Die haben es allerdings relativ früh schon so gelenkt, dass sie gesagt haben, wir stellen da ein paar Buden hin, wir fordern die Jugend geradezu auf, dahin zu gehen und dann benimmt sie sich auch anständig.
Und jetzt mal ganz ehrlich, weil alle sagen, da unten treffen sich 600 bis 1000 Leute unkontrolliert am Mainufer. Was hätten wir denn gemacht, sagen wir mal, in der Zeitspanne zwischen 16 und 22? Mal ganz ehrlich, wenn unsere Eltern damals gesagt hätten, hey Bub, du weißt aber schon, ist Lockdown, gell? Bleibst heute schön daheim, wir gucken heute Abend Samstags, wir gucken Dalli Dalli zusammen. Spiel ohne Grenze oder so. Wären wir aus dem Fenster gewesen und fort, das ist ja ganz klar. Wir hätten uns auch unkontrolliert getroffen. Ne? Das Einzige, was wir nicht gemacht hätten, wenn wir uns getroffen hätten, wir hätten unseren Müll wieder mitgenommen. Also da hätte ich auch nichts dagegen, wenn da so eine kleine CCTV in Operation, eine kleine Videoüberwachung und die, die ihren Müll einfach liegen lassen, wenn dann verdonnert, die müssen sich ein rosafarbenes Tütü anziehen, so ein, Müll genau, in Frotte, so ein Ganzkörper-Frotte-Anzug und dann müssen sie am Wochenende bei den Autobahnen ab und auffahrten, müssen dann einfach Müll aufsammeln. Hinten wird noch aufgeflockt, ich bin eine Umweltsau. Das stellt mir gefallen. Aber kommen wir mal zu der Sache, die die Stadt auch dir ermöglicht hat, ne? Die Bühne im Nilkheimer Park. Da bist du auch aufgetreten die letzten Tage, ne? Ja, super. Also wir haben zum Teil Veranstaltungen im Freien gemacht und haben einige zum Glück verschieben können, die eigentlich hier drin hätten stattfinden sollen, die natürlich nicht stattfinden konnten, wenngleich Herr Söder gesagt hat, ab 15. Juni geht Kultur in Bayern wieder los, nur mit den Regeln, die wir haben, können wir es nicht machen, weil dann kriegen wir hier 44 Leute rein. Also illusorisch, völlig weltfremd. Und von daher bin ich auch der Stadt sehr dankbar, dass sie uns die Möglichkeiten gemacht haben. Wir hatten ja insgesamt, waren ja mit allem, wer daran beteiligt war, waren es insgesamt, glaube ich, 37 Vorstellungen. Mhm. Am ersten Abend hatten wir 4 Leute aus Eisenach. Oh, wow. Die gesagt haben, wir wollten hierher, das gucken wir uns an, wir übernachten hier. Das ist ja auch das, was die Kultur einer Stadt bringt. Ja. Die Leute essen was, die Leute übernachten. Das wird ja gerne mal unterschlagen so in der Gesamtbilanz. Und insgesamt ist es bis auf die Mücken, die so ab 21.10 Uhr dann doch ein bisschen heftig werden. Aber an mein alkoholfreies Weizen. Die halten sich nicht an die Abstandsregeln. Nein, aber an mein alkoholfreies Weizen auf der Bühne gehen sie nicht, weil wenn das warm ist, dann trauen sie nicht mal die Mücken rein. Es war eine wirklich sehr, sehr spannende Zeit. Und ich bin auch dankbar, weil ich bin in einer ziemlich privilegierten Position. Ich war sehr nachgefragt. Ich habe also zumindest mir mein Urlaubsgeld erspielen können und die laufenden Kosten. Und um die Mitarbeiter, die ich habe, dass man die auch noch finanzieren konnte. Das Finanzamt wird nichts kriegen, aber da hält sich mein Schmerz in Grenzen. Ich versuche immer am Ende von meinen Vorstellungen dran zu appellieren, dass man die nicht vergisst, eben von den 1,2 Millionen, die eben nicht im Rampenlicht stehen, die gerade am Anfang der Karriere stehen, die jetzt überlegen müssen, was mache ich, fahre ich Taxi oder gehe ich irgendwo in ein Callcenter. Also da ist wirklich auch Solidarität in unserer Branche, gerade bei denen es eben sehr lange sehr gut ging. Deshalb versuche ich immer zu appellieren, dass man die nicht vergisst, die das, was wir sind, hat ja Herr Söder auch gesagt, Kultur ist systemrelevant, dass die uns das ermöglichen, dass wir systemrelevant sind, dass man die auch weiter unterstützt und nicht vergisst. Was machst du an deinen freien Tagen hier in Aschaffenburg? Wo kann man dich da? Wenn ich mal einen Samstag frei habe und ich komme freitags schon zurück von der Tour, Koffer auspacken, die Wäsche macht sich dann alleine und dann einfach morgens auf dem Markt. Vor Corona war es ja normal, dass man dann da halt einfach sich getroffen hat am Stand, ein bisschen dumm gebabbelt. Und jetzt ist ja auch wieder möglich, dass man es macht. Und danach natürlich, dann war immer klar, geht ihr auf den Markt? Ja, wir gehen auf den Markt. Geht ihr auf den Markt am Samstag? Natürlich sind wir auf dem Markt. Wann? Nicht. 11:30. Können wir 12 machen? Ja, machen wir 12. Und 12 war dann die ganze Bagage im Schlappesäppel, logisch. Das machen wir heute genauso. Das gehört für mich dazu. Das ist einfach ein wunderschöner Wanderweg. Wenn ich von mir daheim wohne, hier hinten in der Goethestraße, wenn ich dann durch den Park dahin und dann auf den Markt und dann in Schlappesäppel und dann wieder zurück. Großartig. Was Schöneres kannst du an einem Samstag, der schönes Wetter bietet, kannst du nirgendwo haben.